Heute male ich mit dir einen kleinen Vogel. Erst die groben Formen, wie immer, ohne viele Details und das gleiche auch im Hintergrund an dem Ast. Ein kleines Blättchen noch und ein grüner Hintergrund, weil der Vogel gerne draußen ist. Anschließend geht es an ein paar Details, wie die kleinen Härchen auf dem Vogel, die ich mit dem Rundpinsel aufbringe. Ein paar Details am Ast, eine zweite Schicht für den Hintergrund, alles wird noch etwas weicher und das Bild ist fertig.